Zum Öffnen von Chemex muss in einem Internetbrowser im Suchfeld chemex.org eingegeben werden. Die Browseransicht gliedert sich in einen weißen Arbeitsbereich in der Mitte, in dem die Versuchsskizzen erstellt werden können, eine Aktionsleiste und eine Symbolleiste. Um die Bildgröße im Arbeitsbereich anpassen zu können, kannst du in der Browseransicht unten rechts über den Regler zoomen. Die Symbole in der Symbolleiste links sind thematisch nach Gerätekategorien geordnet. Unter dem Punkt Chemistry findest du die am häufig genutzten Materialien und Geräte im Chemieunterricht, beispielsweise Containers. In dieser Kategorie befinden sich die klassischen Glasgeräte, wie zum Beispiel ein Reagenzglas, ein Becherglas oder ein Erlenmeyer-Kolben. Auch Material, um Gemische zu filtern, findest du unter dem Punkt Filtering. Unter dem Symbol des Wassertropfens, Heating, sind unterschiedliche Wärmequellen mit Zubehör vorhanden. Gasbrenner, Heizplatten, Feuerzeug oder eine Reagenzglasklammer. Unter dem Symbol, das aussieht wie ein Lineal, Measurements, findest du verschiedene Messgeräte wie Messzylinder, Büretten oder pH-Papier. Über das Kistensymbol Accessories findest du eine Sammlung von Materialien oder Darstellungen von bestimmten Versuchsbedingungen. Du kannst unterschiedliche Metallbänder, Nägel und Lampen auswählen und ihre Eigenschaften verändern. Aber auch Gasblasen, Kristalle oder Rauch kannst du darstellen. Zur Erstellung einer neuen Versuchsskizze wird in der obigen Aktionsleiste der New-Knopf gedrückt und die Aktion mit OK bestätigt. Aus der linken Symbolleiste können nun die benötigten Geräte durch einen Linksklick gewählt werden. Diese erscheinen dann im Arbeitsbereich. Bereits eingefügte Geräte können durch einen gedrückten Linksklick mithilfe der Maus auf der Arbeitsfläche bewegt oder durch das runde Pfeilsymbol rotiert werden. Achte jedoch darauf, dass oben links das Maussymbol grün hinterlegt ist. Kopieren und Einfügen sowie Ausschneiden und Löschen von Geräten ist mit dem Klick auf die passenden Symbole in der Aktionsleiste möglich. Was die einzelnen Symbole bewirken, erkennst du, wenn du mit der Maus darüber fährst. Beim Markieren deines Symbols auf der Arbeitsfläche erscheint in der rechten oberen Ecke ein Bearbeitungsfenster, in dem beispielsweise das Reagenzglas angepasst werden kann. Hier lässt sich die Breite und Höhe über die Schieberegler einstellen. Auch der Füllstand der Lösung und ihre Farbe lässt sich frei wählen. Bei anderen Geräten wie einem pH-Meter kannst du den pH-Wert einstellen und durch Klick auf die gelbe Raute die Messsonde verschieben. Die einzelnen Symbole auf der Arbeitsfläche können auch beschriftet werden. Hierfür hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst über die Kiste Accessories unter der Kategorie Labeling das Label anklicken und unter das Reagenzglas schieben. Nun öffnet sich wieder ein Bearbeitungsfenster oben rechts und du kannst den Text im Textfeld ändern. Beispielsweise Reagenzgläser mit Universalindikator. Möchtest du nun ein Reagenzglas mithilfe von Pfeilen beschriften, kannst du das über das A in der Aktionsleiste tun. Auch hier öffnet sich ein Bearbeitungsfenster, in dem du den Text eingeben kannst. Ist deine Abbildung fertig, kannst du sie mit Klick auf Download Image in der Aktionsleiste herunterladen. Hierfür wählst du am besten das Format JPG, also JPEG, aus. Nun kannst du die Versuchsskizze in ein digitales Versuchsprotokoll importieren.